Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play F1 2014 und dem Rennen in Österreich am Red Bull Ring. Und ihr seht es schon, erstens an dem Wetter draußen vor der Box, zweitens an den Reifen, die schön blau, tiefblau markiert sind. Ja, es ist wirklich Full-Wet-Zeit. Es regnet wirklich so stark, dass wir mit Intermediate jetzt nicht mehr fahren können. Und ja, er sagt mir hier einen Einstopp bevor. Alles klar, ich werde das jetzt so einfach mal drin stehen lassen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sich der Reifenverschleiß so verhält, wenn ich mit den Regenreifen fahre. Und deswegen, liebe Leute, ich habe jetzt keinen Schwierigkeitsgrad höher gestellt. Wenn wir jetzt Intermediate-Zeit gehabt hätten, hätte ich es mir vielleicht überlegt. Aber liebe Leute, ich kann euch absolut nicht sagen, wie stark die KI bei sehr starkem Regen sein wird. Und ja, deswegen, ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr groß rum, gehen direkt auf die Strecke. Ja, unsere Zeit im Qualifying war natürlich überragend. Aber wie gesagt, Full Wet, das ist nochmal eine andere Geschichte. Noch weniger Traktion, noch weniger Sicht. Gut, wenn wir in Führung bleiben, hat sich das mit der Sicht schon mal ein bisschen erledigt. Aber wir müssen auch wegkommen vom Start, ne? Also das wird auch nicht ganz einfach. Gucken wir mal, ob wir vielleicht einen Ausreißer dabei haben, der Intermediates fährt. Ich weiß es nicht. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Vielleicht, wenn wir jetzt so drüber fliegen. Nein, das ist eindeutig zu starker Regen. Da begehst du wirklich Selbstmord, wenn du da mit Intermediates losfährst. Ja, Fernando ist Vierter, das ist sehr gut. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. So, und jetzt mal ab die Post. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier starte. Schlecht. Das war nicht gut. Oha, aber wieder in Führung. Außenrum vorbeigebremst. Und jetzt haben wir wieder mal eine Riesenlücke. Also die erste Kurve, da ist die KI immer noch ein bisschen, ja, sehr passiv. So. Und jetzt raus beschleunigen. Ach du heilige Scheiße. Okay, der Start erfolgt offiziell bei Regen. Wir müssen also nicht beide Trockenmischungen verwenden. Ja, das ist sowieso klar. Aber erstmal ein bisschen dran gewöhnen an die Verhältnisse. An die mehr als nicht schönen Witterungsverhältnisse. So. Und der Hamilton macht Druck. Der Lewis macht Druck. Sieht aus, als wäre er schneller. Boah. Alter Schwede. Das sind ganz spezielle Verhältnisse hier. So, ja, ist jetzt die Frage, DRS gibt es sowieso nicht, also im Regen zu überholen, das ist nicht ganz so einfach. So, ja, schauen wir mal, vielleicht können wir uns ein bisschen absetzen, vielleicht. Ah, zu spät. So. So. Wie gesagt, ich muss mich auch erstmal hier an die Bedingungen gewöhnen. Wenigstens haben wir freie Sicht nach vorne. Das ist schon mal gut. Ah, shit. Komplett vertan. So. Und jetzt ist er dran, der Lewis. Der Mr. Hamilton. Nässe, ja. So. Aber viel schneller als ich war er nicht. Nur ich kam hier ganz schlecht raus gerade. Der hat jetzt mehr Speed. So.
Alter Schwede. Mei, oh mei. Und wenn die Reifen erstmal abbauen, na dann gut Nacht. Ja, die KI ist wirklich schneller als ich. So. Und der Fernando macht Druck auf den Hamilton. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, wir müssen schauen, dass wir hier erstmal gescheit klarkommen. Der war jetzt abgekürzt. So, weil ich bin nur noch am Rumsliden hier. Nur noch am Rutschen. Keine gute Rundenzeit. So. Ja, zumindest ist der, sehen die Reifen noch richtig gut aus. So. So, hier beim Rausbeschleunigen halt. Keine Schnitte. So. Alter Schwede. Ist jetzt wahrscheinlich auch eine Qual für eure Ohren. Mal wieder den hochdrehenden Motor. So. Aber gut, ich kann es nicht ändern. So, wenigstens mal jetzt schon mal etwas bessere Rundenzeit. Und jetzt, wir müssen uns weiter versuchen zu verbessern, um vielleicht ein bisschen wegzukommen. Ist zwar nicht einfach bei den Bedingungen, aber Bestzeit Sektor 1, das ist schon mal gut. Alter Schwede, da ich jetzt mal versucht, wirklich mit fast Vollgas rauszubeschleunigen, da kriegst du ja kaum Grip. So, meine Güte. Ja, da muss ich jetzt mal schnell eine Rückblende verwenden. Hey, oh, wenn du im Nassen... Ach du Scheiße, das geht nicht mehr zurück. Scheiße. Ja, wenn du da einmal im Gras bist... Yo, Chuck. Ja, alter Schwede, was soll ich denn da jetzt noch machen? Ja, super. Jetzt geht das gar nicht mehr weiter zurück. Na, wundervoll. So, oh, alter Schwede. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist draußen. Safety Car auf der Strecke. Ja, und er überholt mich einfach. Der Fernando. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Es war wahrscheinlich wegen meinem Abflug. Aber dass mich der Alonso einfach überholt. Kackenfrech einfach. So, ich stelle jetzt natürlich auf Mager. Kackenfrech der Fernando einfach. So. Ja, ich weiß nicht. Ich schneide euch... Es schneit. Ich werde das euch auf jeden Fall in die Wiederholung reinschneiden. Was da genau passiert ist. Alter Schwede, jetzt sehen wir natürlich gar nichts. Ja, da war ich auf dem Gras. Ich war eigentlich auf einer richtig guten Runde. Und dachte ich, Safety Car, okay, mache ich mal langsam. Dann überholt er mich einfach. Und die Reifen werden jetzt kalt. Ja, das ist ein Riesenproblem jetzt.
Eieiei. Die werden jetzt komplett kalt. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich die irgendwie auf Temperatur bringen soll. Aber es sieht schon wieder alles, ja, gereinigt aus, bereinigt. So. Das ist natürlich keine Speed hier für uns. Ja, der Rosberg hält ein bisschen mehr Abstand. Ich will direkt am Alonso dran sein. Vielleicht direkt mal dann einen Angriff starten können. Ich versuche irgendwie die Hinterreifen auf Temperatur zu bringen, aber es will mir nicht gelingen. Und das Safety Car bleibt noch eine Runde draußen. So. Hoppala, das war ein bisschen zu viel. Aber man sieht, dass die Reifen werden nicht richtig warm. Die Reifen werden nicht richtig warm. So, aber wir können vielleicht ein bisschen Sprit sparen. Das wäre super. Ja, die Reifen fangen langsam an, ein bisschen abzubauen. Aber ich denke, 10 Runden schaffen die locker doch. So. Ne, ich krieg die Reifen nicht warm. Komm, das Safety Car muss jetzt reingehen in der Runde. Ich will Racing hier haben. Ich cutte das auf jeden Fall bei euch rein. In die Wiederholung. Ich werde die Wiederholung aufzeichnen, da was da passiert ist, weil... oder es ist wegen dem starken Regen, aber... Ich glaube, so weit ist Codemasters noch nicht. Die Lichter sind auch noch nicht aus. Ja, die kommen gar nicht auf Temperatur gescheit. Aber wir haben Doppelführung. Hatten wir noch gar nicht in diesem Jahr. Aber da müssen schon spezielle Bedingungen her, damit das hier funktioniert. Ja, das weiß ich auch. Kann ich das Safety Car jetzt mal reingehen? Jawohl. Dann jetzt natürlich dranbleiben am Fernando. Benzin wieder auf Standard. Ich bin auf Vollgas. Ich hänge dem jetzt gleich im Heck. Aber ich muss aufpassen auf meine Reifen. Die sind nämlich noch nicht warm. Na komm schon, gib Stoff jetzt. Genau das meine ich. Jawohl. Die Reifen sind nicht warm. Und die KI hat natürlich... absolute Traktion. So, und der Rosberg hat sich den Frontflügel irgendwo abgefahren. An mir wahrscheinlich. So. Wir müssen wieder unseren Rhythmus finden. Auf jeden Fall. Ist natürlich schade, dass wir jetzt die Führung verloren haben. Aber was willst du machen? Alter Schwede. Ich habe keine Rückblende mehr. Ich muss aufpassen jetzt. Jo. Aber er steckt zum Glück zurück. Alter, aber der Alonso zieht da vorne weg. Das ist echt krass. So, jetzt komm. Konzentration jetzt wieder. Wir müssen jetzt hier Zeit gut machen. Der ist mir schon wieder viel zu weit weg, der Fernando.
So, Button ist jetzt vor Massa. Da konnten wir uns jetzt zum Glück ein bisschen absetzen. So. Zumindest können wir jetzt mal. Zumindest wollte ich gerade mal sagen, können wir die Speed von. Zumindest bis zum letzten Sektor konnten wir die Speed von Fernando mitgehen. Ja, hier haben wir jetzt verloren ein bisschen. Alter Schwede, ey, viel zu viel Wheelspin die ganze Zeit. Ist echt nicht schön, mit den Reifen hier zu fahren. So. Ah, jetzt passt es aber. So langsam bin ich wieder im Tritt hier drin. Shit. Das war nicht gut. Und jetzt kommen sie natürlich wieder ran, weil ich hier nur quer stehe einfach. Nur quer stehe. Das war überhaupt gar nicht gut. Alter Schwede. Ja. Du hast einfach keine Chance. Alter, du hast so keine Chance im Regen gegen die KI. Das ist so krass. So. Das ist so krass. Keine Chance. 20-3 Rosberg. Da seht ihr mal, was die fahren kann, die KI. So. Wenn nicht so ein Idiot wie ich vor denen rumfährt. So, ja, ja, ich weiß. I know. Nochmal komplett quer gestanden einfach. Eieiei. Alter, und nochmal. Keine Chance. Keine Chance. Ich habe einfach null Chance gegen die KI hier im Regen. Guck mal, wie der mir allein wegzieht, nur weil er besseren Grip hat. Nur weil er besseren Grip hat. Es wird noch etwa 15 Minuten dauern, bis das Wetter besser wird. Noch 15 Minuten. Ja. Aber davor brauche ich leider neue Full Wets. So. Ja, auf Fett fährt er auch noch. Okay, der fährt jetzt in die Box.
Ich noch nicht. Die Reifen gehen schon noch. Ich... ich muss nur schauen, dass ich es mal wieder auf die Reihe bringe. Obwohl, die Hinterreifen bauen doch schon stark ab. Aber Bestzeit, erster Sektor erstmal. So, man muss halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Rausbeschleunigen. Aber die KI ist da halt einem einfach meilenweit überlegen. So. So. Ah, das hat schon mal... ist jetzt schon mal nicht schlecht, die Rundenzeit. Ja, beim letzten Sektor stehe ich einfach viel zu viel quer. So. Ja, und hier auch wieder. Das ist einfach... ja, keine Ahnung. Ich denke, ich werde jetzt in die Box fahren. Wenn es weniger regnen soll, dann müssen wir wahrscheinlich eh nochmal in die Box dann. Oder? Obwohl, ich weiß es nicht. So. Ja, zumindest verliere ich nach vorne kaum Zeit. Also Fernando und ich sind ungefähr gleich schnell. Gut, letzter Sektor halt. So, wann soll ich geplant rein? 18, Runde 18, alter Schwede. So. Ja gut, die KI hat nach wie vor Grip-Vorteile. Das ist echt krass. Hier zu weit raus. Also, Full Wet ist nicht mein Wetter. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Jo. Ich denke, ich werde nächste Runde. Ja, nächste Runde werde ich in die Box kommen. So. Das Fahrzeug wird wohl in den nächsten Runden vom Reifen wegbekommen. Jo. Alles klar. Ja, pro Runde eine halbe Sekunde. Im Moment melden die Wetterberichte eine Wetterwetterung. In etwa 10 Minuten wird leichter Regen erwartet. Okay. Ja, die erste Runde, erster Sektor ist immer sehr gut. So, jetzt wird es immer kritisch beim Rausbeschleunigen. Ganz einfach. So.
ey. Das ist echt krass. Yo. Der ist bewusst. Ich fahre jetzt in die Box, mein Freund. So. So, alles klar. Wieder auf Vollwärts jetzt. Zwei Runden bevor eigentlich normaler Boxenstopp, aber gut. Schauen wir mal, wie weit wir vorkommen. Massa dürfte uns höchstwahrscheinlich wieder überholen. Denn unsere Zeit, wie wir da gefahren sind, hat nicht gereicht. So, ja, Ricciardo ist auch vorbei. Ja, es wird aber höchstwahrscheinlich noch einen Stopp geben. Nämlich dann auf die Intermeds, auf die Intermediates. So, 3 Sekunden. Schauen wir mal, ob wir die Lücke ein bisschen zufahren können. So. Ja, 2,3. Versuch die Lücke zu deinem Vordermann zu schließen. Zurzeit sind es 2 Sekunden. Sehr gut. Das passt. Was da neue Reifen doch direkt ausmachen. Jetzt wieder ein bisschen verloren, aber wurscht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall mal an dem ganzen Pack da dran. Gleich zumindest. So. Ja. Aber ich glaube, wie soll ich denn da vorbeikommen? Das ist halt die Frage, wie soll ich hier vorbeikommen? So. Ich bin jetzt zwar dran, sehe kaum was außer ein rotes Blinklicht. So. Auf jeden Fall, ah, knapp. Alter Schwede, bremsen die hier spät, früh. Button ist hinter mir, aber Vettel ist, glaube ich, vor mir. Das ist das Problem. So, Achtung, Ricciardo. Alles klar, warum kommt Massa jetzt rein? So. Ja, Nummer 1 hätten wir. Sehr gut. Daniel Ricciardo hätten wir überholt. So. Ja, Sektor 2, super. Aber wir konnten uns zumindest mal an Ricciardo schon mal vorbeischieben. Du bist 3 Plätze hinter Fernando. So, wer ist das vor uns? Ah, das ist Kobayashi. Nur ein Überrundeter.
So. Das ist Massa, schnapp ihn dir. Ja, da müssen wir noch einen Ticken näher dran sein. Das klappt so noch nicht. So. Ah. Boah, shit. Ah, das ist zu viel Wheelspin einfach. Zu viel Wheelspin. Ja. Kannst du glauben, das mache ich. Nur der Button kommt mir jetzt auch gefährlich nahe. So. Aha, Mann. Das ist so ätzend. Ja, und jetzt ist der Button dran. Die sind alle jetzt mittlerweile schneller als ich. Mit den frischeren Reifen. Jo, hilft mir nur nix. Hilft mir ja nicht. So. Komm schon, jetzt beißen. Wieder an Massa rankommen. Das ist dann das Podium. Shit. Das war abgekürzt. Ja, wir kommen wieder ran. Das ist gut. Das ist gut. Das war nicht gut. Ja, und wieder. Das ist so unglaublich, was die auf diesem Beschleunigungsstück rausholen. So. Gut, und dafür fährt, glaube ich, Vettel und davor Fernando. Weil gegen die haben wir keine Chance. Aber gegen Massa. Da, den Platz können wir ihm noch streitig machen. So. Das ist Massa, schnapp ihn dir. Jo, würde ich gerne. Aber muss ich noch ein bisschen näher kommen. Alter Schwede. Jetzt wäre da so eine unsichtbare Wand. So. Alter, ich komme da nicht ran richtig. Das ist so ätzend. Ich müsste nur hier beim Rausbeschleunigen gut rankommen. Aber ich komme nicht ran. Hier auch nicht. Das ist so eine Scheiße, Mann. Das ärgert mich so. Weil hier könnte ich locker später reinbremsen. Aber ich komme einfach nicht ran. So. Ah, Mann! Alter, das ist so eine Kacke. Ich sag's euch. So.
So, jetzt sind wir aber gut dran. So. Ah, wieder. Da will ich zu viel. Mann. Da will ich einfach ein bisschen zu viel. Jetzt vielleicht beim Rausbeschleunigen dann. Boah, shit. Nee. Nee. Einfach nein. Aber mit der Brechstange. Fernando ist zwei Plätze besser. Ja, ist wurscht jetzt. Ja, das wird Fernando auch gewinnen. Weil ich bin kein Regenkönig. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Jo, das soll er versuchen. War einfach schneller. Ja, der ist jetzt auch, glaube ich, in die Box abgebogen, oder? Der Felipe. Ja. Der ist jetzt in die Box gegangen. Das ist aber ein Fehler wahrscheinlich. Weil die Intermeds sind auch nicht mehr so weit, schätze ich. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir vor Button bleiben. Aber man merkt schon, die Zeiten werden schneller, ne? Die Autos werden noch leichter. So. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Ja, ja. Ist gut. Ist schon gut. Ja, das passt. So, sehr gute Rundenzeit. Ja. Das war abgekürzt. Da stimme ich zu. So, man sieht so hier schon so Spurrillen, so Fahrrillen. Also, es fängt schon an, ein bisschen trockener zu werden. So. Und wir konnten jetzt auch mal wieder die Bestzeit im ersten Sektor uns schnappen. So. Aber bis jetzt. Zweites Stint gefällt mir um einiges besser. Da ist noch unser erster. So. Aber wir haben einfach zu viel Zeit auch hinter Massa verloren. So. 19,3, sehr gut. Ja, passt. Jetzt kommen wir sogar an Vettel näher. Ein bisschen zumindest. Vor dir fährt eine Gruppe langsamerer Wagen. Momentan beträgt der Vorsprung auf das Auto hinter dir 3 Sekunden. Ja. Passt auch. Drei Sekunden passt.
wow, wow. Was ist denn mit dem lieben Sebastian los? Der verliert ja mal richtig an Zeit. Wir erwarten, dass der Regen in etwa 15 Minuten aufhört. 15 Minuten. Okay, komplett dann. Hat natürlich was. So, nur noch 8,0. Warten hat Probleme dir zu folgen. Er verliert jede Runde eine Sekunde auf dich. Eine Sekunde pro Runde. Ja, da musste ich jetzt gerade leider ein bisschen mit der Brechstange an Kobayashi vorbei. Das wird Zeit gekostet haben. Ja. Zwischen dir und deinem Hintermann ist eine Lücke von 3 Sekunden. Versuch, sie zu vergrößern. Ja, ich versuche das schon. Aber das ist nicht so einfach. So. Ja, das sind die Überrundungen, die so Zeit kosten, die KI. So. Das war ein Quersteher zu viel. Ja, schlechte Rundenzeit, ganz schlechte Rundenzeit von mir gerade. So. Aber das können wir vielleicht jetzt wieder ein bisschen ausbügeln. Die erste Kurve hat mir sehr gut gefallen. Und aus mehr besteht ja der erste Sektor eigentlich nicht. So. Die Lücke beträgt etwa 10 Sekunden. Du musst weiter pushen. Jo, ich pushe ja schon weiter. Vielleicht geht die KI ja auch nochmal in die Box und wir können durchfahren. Ich weiß es nicht. So. Ja. Ja, wir können auch da gut Zeit rausholen. Letzter Sektor war nicht so gut. Ja. Wähl das magere Benzingemisch. Mageres Benzin, Gemisch 1. Wieso soll ich das wählen? Ach du Scheiße! Wieso? Wieso habe ich Spritverluste? Ja, aber wieso habe ich minus 2 Runden? Das kann doch nicht dein Ernst sein, nur wegen dem Regen? Ist schon ein bisschen bitter jetzt. So, 5,5 Sekunden jetzt auf Jensen Button. Ich denke, Platz 2 können wir uns leider abschreiben. Außer die Red Bull Crew entscheidet sich nochmal zu stoppen. Das hoffe ich. So, jetzt nur noch minus 1 Runde, aber trotzdem nicht gut, hier Benzin sparen zu müssen. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen etwa 10 Sekunden. Jo, die werde ich auch höchstwahrscheinlich nicht mehr aufholen können.
weiß, ich sag's sehr oft so, aber was Besseres fällt mir nicht ein. Gut, auf Button hole ich raus, das ist gut. Und auf Vettel verliere ich. War das nicht schlimm. Wie gesagt, Platz 3 zu verteidigen wäre wichtig. Dann sollte das passen. Jo, passt doch dann. Wie passt es mit dem Sprit? Aha, immer noch. Eine Runde. So. Na, das ist echt krass. Also bei Regen verbrauchst du echt mehr Sprit. Schon hardcore. Klar, natürlich, du bist öfters im Drehzahlbegrenzer. So. Ah, aber jetzt kommt der Button doch wieder ein bisschen näher. Weil meine Rundenzeit ist ein bisschen abbauen. Oder Button legt einen kurzen Zwischenspurt ein. Ich weiß es nicht. Ja, schaut so aus. 3 Runden haben wir noch. Also 4 mit dieser, ne? Oh wei, oh wei. Das wird nochmal spannend. So, jetzt bin ich wieder auf optimal. Aber ich glaube, ich werde mit Mager zu Ende fahren müssen. So. Ja, das ist der Abstand. Noch bleibt er gleich. Ich hoffe, das bleibt so. Weil Podiumsplatz würde ich schon hier gerne mitnehmen. Ist der jetzt wirklich in die Box gefahren? Nee, ne? Nee. Shit. Irgendwer ist da gerade auf jeden Fall in die Box abgebogen. So, jetzt noch 3 Runden mit dieser. Dann hätten wir es geschafft, das Regenchaos. Ja, wir müssen nochmal aufpassen. Die Reifen lassen nochmal stark nach jetzt. Klar, das sind die Runden, die ich früher in der Box war. Die kostet es mich jetzt. So. Ja, aber da vorne kommen noch mal Überrundungen. Ich hoffe, die stehen mir jetzt nicht in der ersten Kurve im Weg. Das ist doch echt eine imaginäre Wand, oder? Ist doch so krass. So, 2 Runden jetzt noch. Ich konnte den Abstand zum Glück ja annähernd gleich halten. Aber dass der Regen aufgehört hat, die Hoffnung hat sich für mich nicht erfüllt. So, Gutierrez, 16.
Ja, weiß ich. So, zum Glück die eine Überrundung relativ problemlos. Geht zu weit raus. So. Ja, die Reifen lassen jetzt schon stark nach. Ja. Ich merk's. Sehr, sehr. Vor allem die Hinterreifen, klar. So, jetzt an Jules Bianchi noch vorbei. Natürlich nochmal Hashtag Pray for Jules, klar. Immer. So, letzte Runde jetzt. Ich hatte wirklich gegen die ersten zwei keine Schnitte. Keine Schnitte gegen die ersten zwei, der Fernando, denke ich mal, und der Sebastian Vettel. Alter, Kobayashi, was machst du denn hier? Stehst hier, oder was? Ich hoffe, das hat jetzt nicht nochmal die Tür für Button geöffnet. Mich nochmal anzugreifen. Aber der stand ja da fast in der Kurve. So. Nee, Button ist weit genug weg. Hat auch wieder verloren durch die Überrundungen. So, und Fernando ist im Ziel, sein erster Saisonsieg. Kann man nur beglückwünschen. Richtig stark gefahren. Keine Schnitte gehabt im Rennen. Hier bei Full-Wet-Bedingungen. Ich bin froh, dass ich den dritten Platz nach Hause gefahren habe, liebe Leute. Da bin ich wirklich froh drum. Weil bei den Bedingungen, ihr habt es gesehen im ersten Stint, die KI ist da einfach ein bisschen sehr übermächtig. Ein sehr guter dritter Platz. Gratulation. 15 Punkte. Aber ich habe mal wieder die neue schnellste Runde gedreht, oder? Nee, ganz knapp. Rosberg war noch besser. Ja, Lewis Hamilton hat das Rennen nicht beendet. Bin ich jetzt mal sehr gespannt. Denn ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen und werde noch die Wiederholung aufnehmen, soweit, ne? Also bis gleich, Leute. So, ja, liebe Leute, gerade nochmal angeschaut. Jetzt ist mir natürlich einiges klarer geworden. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Ja, Vettel sehr knapp hinter Fernando, nur 1,5 Sekunden. Also knappe Geschichte. Du führst die Fahrerwertung an. Mach so weiter, dann bis zum Ende der Saison Weltmeister. Oh yeah, Baby. Wir haben jetzt natürlich durch den Ausfall von Lewis Hamilton, ja, haben wir natürlich gut gemacht und sind jetzt Tabellenführer, beziehungsweise, ja, zurzeit Erster in der Fahrerweltmeisterschaft. Und ja, nächstes Rennen Silverstone. Oh wei, diese schnellen Assists dann mit den Reifen, das wird auch eine heikle Sache. Wir hatten jetzt zwei Regenrennen eigentlich in Folge. Ja, das passt dann schon. Dritter Platz, ich kann damit zufrieden sein. Die zwei ersten waren einfach zu schnell, der Fernando und der Sebastian. Waren einfach zu schnell für mich. Ich denke, es ist ein gutes Ergebnis fürs Team 1 und 3. Ich hätte natürlich gerne 1 und 2 geholt, einen Doppelsieg, aber ja, was willst du tun? Geht halt leider nicht anders. Wir liegen im Teamduell natürlich immer noch vorne gegen Fernando Alonso. Der, ja, muss ich zugeben, besser gefahren ist. Hier, Scuderia-Fahrer kann sich heute über die Podiumsplatzierung von Chris Easyracer in Österreich freuen. Das ist ein großartiges Ergebnis. Heute hat es zwar nicht zum Sieg gereicht, aber nächstes Mal haben wir eine neue Chance, sagt sein Renningenieur in einem Interview nach dem Rennen. Glänzender Sieg für Fernando Alonso. Mit einem überzeugenden Sieg hat Fernando Alonso dem Rest des Felds in Österreich eine Lektion erteilt. Beim Überqueren der Ziellinie wirkte Alonso ruhig und entspannt. Möglicherweise war das auch der Schlüssel zum Erfolg. Ja, ruhig und entspannt musst du da sein, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass komplett ohne Traktionskontrolle ein Regenrennen bzw. ein Full-Wet-Rennen sehr, sehr schwer ist. Also da musst du wirklich kämpfen. So, gehen wir nochmal in die E-Mails rein.
So, Informationen. Oh, Samstag ist Qualifying im Regen. Aber gut, Sonntag Rennen im Trockenen. Ich denke, da können wir dann gut angreifen. So, Glückwunsch zum Podiumsplatz in Österreich. Einmal mehr eine starke Leistung von Fahrer und Team. Wir haben in dieser Saison einige starke Vorstellungen gezeigt und das war schon unsere 7. Podiumsplatzierung dieses Jahr. Ja, standen wir eigentlich mal nicht auf dem Podium. Ich kann mich, glaube ich, nicht dran erinnern. Hoppala, das war falsch. Oh, jetzt muss ich wieder ganz hoch. Das haben sie echt ein bisschen blöd gemacht. So, Renndaten. So, ja, natürlich, dass ich die Ziele nicht komplett erreicht habe. Mein Gott. So, schnellste Runden liegen wir aber immer noch in Führung. Im Rennen haben wir ihn 7-mal besiegt, also noch ist alles im Lot. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit dem Trainingsergebnis von Silverstone. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, wenn euch das Video gefallen hat, trotz leider des 3. Platzes und keinem Sieg. Gebt doch einfach einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.